1835 wurde sie erbaut, die Gaststätte Waldheim-Richtzenhain. Im Volksmund auch kurz Gavari genannt. Gar jämmerlich der Anblick heute. Das tut mir weh. Das tut mir weh. Man hat ja immer gedacht, dass es doch vielleicht noch mal aufgebaut wird. Aber jetzt, was soll ich jetzt noch werden? Wie das vorher aussah, sehr schönes Gebäude, dass es jetzt so kaputt geht, ist traurig. Die Leute kamen von weit und breit hierher. Also das war bekannt und war berühmt. Sie meint vor allem den einstigen Ballsaal im Jugendstil. Sogar eingestürzt lässt der noch etwas von seiner früheren Pracht erahnen. Jeder hier in der Gegend kannte die Gavari, kaum einer, der hier nicht zum Schwurfen war. In den 90ern wurde der Gasthof verkauft an eine Unternehmerin aus dem Schwarzwald. Und genau seitdem tut sich nichts mehr. Doch warum schaut Waldheim tatenlos zu, fragt man sich hier. Der Bürgermeister steht vor Ort Rede und Antwort. Wir sind in Verbindung mit der Besitzerin und auch mit dem Verwalter dieses Objektes. Derzeit laufen Planungen, wie man mit dem Objekt hier weiter verfahren kann. Eigentlich sollte hier ja wieder eine Gaststätte entstehen. Doch offenbar hat sich die Eigentümerin übernommen. Das Ende der Gavari scheint besiegelt. Es ist schon schade, aber es lässt sich einfach nicht erhalten. Und so wie die Bausubstanz jetzt aussieht, ist es nur noch ein Abriss. Aber die Leute hier treibt noch etwas anderes um, denn seit einiger Zeit kann wieder jeder auf das Grundstück. Ein Teil des Zaunes ist eingerissen, Jugendliche treiben sich herum. Bei dem Zustand des Gebäudes nicht ungefährlich. Müssen Sie da aktiv werden nochmal? Na gut, das werde ich dem Verwalter bzw. der Besitzerin werde ich da einen Brief schreiben, dass sie davon Kenntnis hat und dass sie das in Ordnung bringt. Leider zeigte sich die Eigentümerin uns gegenüber sehr scheu, denn gern hätten wir gewusst, wann hier endlich etwas passiert. Weiß der Bürgermeister mehr? Nun werden die Leute natürlich auch ungeduldig und sagen, man, es muss doch mal irgendwann jetzt zu Potte kommen. Also ich denke, das sind hier bestimmte Fristen einfach einzuhalten aus verschiedenen Gründen. Und ich denke mal, dass nächstes Jahr hier ein bisschen Bewegung einziehen wird. Wir werden nachfragen.